Die Wettershow. Ja, schauen wir mal gemeinsam, wie starten wir in diese neue Woche. Leider sehr trüb und regnerisch und vor allem auch der Wind. Der wird heute sehr auffrischend bis sogar stark werden. Passt aber sehr gut zur Bauernregel, hätte ich gesagt. Die besagt nämlich, Wind im Mai verweht den Kram, der Juni wird danach stets warm. Na bitte, dann hätte ich gesagt, hoffen wir doch einfach einmal auf den Juni, denn die Temperaturen heute, die sind auch wieder sehr frisch für Mai. Denn es ist ja echt spannend, wie sich hier die Lage entwickelt bei uns in Europa. Sie sehen es nämlich hier. Viele Tiefdruckgebiete, die sind im mitteleuropäischen Bereich und zwar wirklich von Frankreich bis hier auch nach Wien und auch noch weiter. Deswegen die Temperaturen bei 17 Grad, zum Beispiel in Berlin. Paris heute Regen, Wolken und Sonne bei 16 Grad. Einzig und allein Madrid 26 Grad. Ja, von denen können wir leider nur träumen, denn wir haben heute die Höchstwerte bei 18 Grad. Aber Sie sehen es zum Beispiel kombiniert mit sehr viel Regen hier im Süden, in der Steiermark oder auch in Klagenfurt 17 Grad. Tirol 18 Grad, da gibt es dann am Nachmittag auch die Chance auf ein bisschen Sonne. Das ist ja schon einmal ein guter Ausblick. Aber jetzt noch mal für Sie ins Detail. Da haben wir 18 Grad, wie bereits erwähnt, für den Westen einen Mix aus viel Wolken, aber ein bisschen Sonne und der Regen. Im Osten, da starten wir sehr trüb in diesen Tag, beziehungsweise zieht sich das bis in die Nachmittagsstunden hinein an die 16 Grad und da ist es eher unwahrscheinlich, dass die Sonne durchkommt. Gewitter können übrigens auch ein Thema werden. Blicken wir in die nächsten Tage. Es wird leider noch kühler, 11 Grad. Sie sehen es, am Donnerstag geht es ein bisschen hinauf und am Freitag dann 16 Grad. Der Osten präsentiert sich etwas feiner. Da haben wir die Sonne und die Wolken. Es bleibt in dem Fall trocken, 15 Grad, Mittwoch 14 Grad, aber auch aus heutiger Sicht der Donnerstag dann wieder mit Regen, Wolken und Sonne. Aber in dem Fall können wir so viel sagen, wir haben einen Ausblick in dieser Woche, denn der Mittwoch, der steht ja ganz im Zeichen der Öffnungen. Also egal wie das Wetter wird, wir sind positiv gestimmt. Naja, und ob wir sowieso positiv in diesen Tag gehen, das könnte ja auch das Tageshoroskop entscheiden. Das haben wir jetzt für Sie.